Eins bekommen. Ja. Hat er gesagt, zieht euch aus? Was nehmen wir? Bist du dann auch fertig singen sollen, ne? Dann brauchen wir. Oh, natürlich lauter! Sie sind gar nicht hinten. Everything on our own. We. Ja! We don't need. Der kann halt echt singen, der Kerl, ne? Ich lass mal kurz die Katze raus. Mann, 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 ein Hin und Her mit dieser Katze. Wollt ihr noch was singen? Ich hab mir gerade Dorme gegeben. Ich wollte was zum Trinken. Was singen? If I lay here. Hat sie jetzt gemerkt. If I just lay was trinken? Here. Was denn? Would you line with me and just forget the world? Sancho, wuhu! Ja. Hm? Na? Und quiet now. Meinst du auch rüberkommen? Die sollen rüberkommen sein. Lass die mal, die reden miteinander. Ja, ich hab gleich wieder Strom. Ich sag's dir. Los. Ja! Ach, die zwei da hinten. Haben die Stress? Nee, für mich zwei Kuchen, zwei Spuren, eine Kuchen. Das ist im Moment etwas niedergeschlagen. Oh, okay. Ja, sie ist etwas traurig und ja, keine Ahnung. Scheiße. Would you line with me? Habt ihr deine vier Gläser? Ich hoffe, es wird wieder. Ja, hoffe ich auch. Ja, ne? Forget that we're told. Danke. Before we got too old, show me a garden that's bursting into life. Dice time chasing cars. Round the head. Ich bin mal ganz kurz auf Toilette, bin gleich wieder da. Alles klar. Ja, danke dir. Need your grace. Hey, danke. Bitte. To remind me. Singst du mit, Knut? Find my own. Bitte. If I lay here. If I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget that we're told before we got too old. Show me a garden that's bursting into life. All that I am. Hallo. All that I ever was. Mm-hmm. Is here in your perfect eyes. That all I can see. Oh, das ist aber nicht. I don't know where. Confused about how as well. Just know that these things will never change for us at all. If I lay here, if I just lay here, would you line with me and just forget the world? Nein. Ich darf deine Stimme nicht für dich behalten. Ja. Super! Okay, das war wunderschön. Richtig, richtig gut. Sancho, yay! Hola, Diana! Gut, weitere Frage? Ja, das bin ich, du nicht. Sonst würde ich mir das Mikrofon einmal schnappen. Ich überleg mir tatsächlich, Sancho, ob ich auch was sehen soll. Dann mach das! Ich freu mich aber nicht.
There's something on my mind. Ach, ich habe ja noch ein Bier. Was? Oh, ich habe Order gesagt, Signorita. Ach so. Ja. Ich habe Shiva verstanden. Na, das du bist doch. Was? Order Shiva, ich habe mir gesagt. Ach so, ja, dann habe ich es doch richtig gehört. Ja. Hey. Ich höre so schlecht, wenn so laut Musik ist. Ei, ei. Ja, aber wenn jemand von euch mich ankotzt, dann macht er es wieder auflecken. Oh, ich trinke mal mein Bier. Hurra! Hurra, Bier. Schmeckt viel besser als das letzte. Ob das wohl immer so ist? Wenn ich es bringe, natürlich. Wahrscheinlich liegt es daran, ja. Max, du gehst ab, ich schmitz Katze hier, hä? Ja, hör dir das doch mal an. Du musst auch mal singen. Kann ich singen? Natürlich, das ist bestimmt der Kampf. Du bist so brummig, da kannst du bestimmt irgendwas Cooles sagen. Brummig? Ich hab so Brummiges. Brummiges, Ramschatz. Ja, ganz brummig. So richtig dreckig. Und Tiana könnte auch singen. Wer ist das? Bestimmt wieder Golfschläger dabei. Wer ist das? Tschüss. Max, das ist Max. Als wenn sie dich nicht kennen würden, ne? Macht doch nichts. Days are getting longer, the nights are feeling colder. When we are not together, I'm falling apart. Cause all I wanna do. Wir können aber auch gut singen. Baby, you may be somewhere else too far from me. Oh, Abby ist da. Abby. Abby ist wieder da. There's something on my mind. You're miles away. I'm so sick of goodbye. Roses all red. Die ist so lange auf Klo. Die ist immer noch auf Klo, glaube ich. Ja, wir müssen mal warten, bis sie da ist. One day I meant to be with you. Du doof Kuh, du wusstest doch, wer das ist. Oder nicht? Erst als er Maul aufgemacht hat. Achso. Weiß nicht, ich wollte in die Bauchnabel wieder nach Gold kragen, hab's aber nicht geschafft. Ja. Willst du auch was sehen? Abby ist wieder da. Wer? Jo, Sancho, da kriegst du aber Konkurrenz, wa? Okay, natürlich! Ihr könntet ja zusammen mal singen. Haben wir schon mal gemacht. Ja, aber doppelt singen hört sich doch behindert an, weil ne, das nicht gleich ist, weißt du ja so. Wenn ich singen, ordentlich singen könnte, würde ich ja mitkommen, aber... Ich kann auch nicht singen. Ich war gerade noch gemütlich, weil ich gehustet habe. Aber ich habe ihm gesagt, dass es sein Glück ist, dass er dich getroffen hat. Ja, weiter. Alter. Ja, mach weiter. Wo bleibt die denn? Ich, nee, ich will ja den anderen Leuten noch die Bühne bereitstellen. Ich kann Etian, du singst zuerst. Nach dem anderen. Ich weiß noch nicht mal, ob die mein Lied haben. Ja, ich bin am Überlegen. Ja, hast du das nicht selber? Nee. Dann frag sie doch da oben. Achso, okay. Der guckt nach. Also die spielt. Dachte mal, hier, ich bin aufs Taste gekommen und jetzt hat der Telefon aus. Jetzt geht's mir besser. Nee, du musst ja, komm, ich komm mit dir hoch. So, jetzt. Okay, welches war eine Frage? Aber ich glaube, ja. Auf geht's, Knut. Nicht so, also um hier und ein Ständchen zu trällern. Doch, ja. Knut, mach das. Get off my stage! Oi, oi, oi! Wenn du hier nicht singen willst, ne, dann verpiss. Nee, hab ich gerade nicht. Bitte was? So. So, jetzt get out the way. Get out the way. Trish muss singen. Ja, gleich. Ja, wer auch immer Lust hat. Nein, nein. Doch. Oh, das ist Trish? Ich hab das schon. Ja, wer hat's gesehen? 5 Punkte für Sancho. Ha! Hier deine Punkte. Hola, Trisha, sieht er. Ui, das bist du wirklich. Ja, natürlich bin ich das wirklich. Ja. Ich hab doch nicht. Nee, gar nicht. Auf Trish, jetzt mach. Bruder, Bruder. Nee, ich hab ja schon. Ja, ich, du bist so egal. Ja, warte. Check dir.
Was leckt los? Das ist auf Arbeit. Ja! Leg los. Leck los. Dancing Queen. Warte mal, Mutter. Bruder, das Wasser, trinkt Mutter. Mutter. Oh Gott, ich hätte tatsächlich. Hier kam die Sonne. Ja, komm, dann hau rein. Nein, oh Gott, ich trau mich nicht. Doch, mach. Bruder, du bist doch. So mach mal. Hey, Shiva, mach du doch ich mal. Ich mach es auch. Nee, ich kann nicht singen. Ich hab den auch da gestanden. Sonst machen wir das, wir gehen alle hoch und keiner sagt, wir singen. Ja, hat's einen. Nein. Ja, gut, nee. Wenn du so mit Sam hoch, weil Sam... Ja, siehst du, also dann mach ich das mal. Na gut, aber das wird schnell verraten. Ja, schon. Ja, keiner weiß das. Wir wollen nur entertained werden. Na gut. Was möchtest du denn gerne? Entertain. Mein Freund hier hinten, Kollege, der hat das Lied, der wird einfach mit hochkommen. Okay, gut. Ah, die haben die Musik selber. Ja. Perfekt, das hört sich gut an. Die Frau, sie sagt sie auch mal, oh, es ist peinlich. Nein, das ist überhaupt nicht peinlich. Oh. Die macht das richtig gut, wartet ab. Ja. Bin mal gespannt. Alter, ich bin seit 2 Stunden drauf. Was ist das denn für Zeug? Ja, fang direkt an. Alles klar. Was ist denn? Es muss lauter. Bisschen lauter. Sagst du, es ändert alles nichts. Hat doch alles keinen Zweck. Hast es schon so oft probiert? Sagst du, es ist nur nie. Ausziehen! Sagst du, Alter. Ich brauch mal frische Luft, ey. Du hängst hier fest, du kannst nicht raus. Doch, ich kann hier raus, oh. Die soll erhalten bleiben und deswegen kümmere ich mich darum, dass das auch so bleibt. Aber ich habe keinen Bock, dass irgendein Raffgieriger oder was auch immer. Du tanzt ja überall, hä? So, du bist mal rein. Immer am Tanzen. Ja, ist auch. Ja, ich bin auch wieder rein wollte. Ich hab gerade aufgemacht. Ich brauch grad ein bisschen frische Luft, danke. Irgendwas stinkt da ganz gewaltig. Irgendwas ist da komisch. Okay. Drei, zwei, drei. Arbeiten. Wo? Sehr gut, Soldat. Bei Marshall? Natürlich bei dir, Spassi. Echt? Ich bin jetzt. Oh, du Mr. Finkelstein. Oh, heiliger Vater. Alles oh. Gut, ne? Ich bin privat hier, bitte steh auf. Alles gut. Alles natürlich, gut. Eure Eminenz. Du hast heute wieder wunderbar gesungen bei der Unternehmensmesse. Gracias, euch die Geistlichkeit. Ja, durch die Seeluft und so, das war, ja. da kriegt man immer auch so salziges Wasser ja, unter die Augen und so. Ja, ja no, das ist, weil ich so Allergie habe da gegen ja. Salzwasser und so, das ist ja. 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 Meinen Sie, dass Sie kriegen das auch hin, ohne zu weinen? Ja, auf der Hohen See ist das immer so schwierig. Ich wollen wir mal versuchen? Weinen. No, ist alles gut. Was denn? Alles gut. Na, dann wir versuchen mal. No, okay. Das ist so unhöflich hier. Die Leute wollen hier bei der Karaoke Night einfach nur singen und dann kommst du mit deiner Stimme. Das ist ja. Er weint immer, wenn ich singe. No, ja, das stimmt gar nicht. Ich bin allergisch. Auf Sancho? Ne, ja. auf Seeluft. Das ist. Ich weine doch nicht. Deswegen ziehst du wohin, wo du direkt am Meer wohnst? Damit Sancho öfter von ihm singt. Oh, natürlich, heiliger Vater, das ist ein guter Plan. Beste Plan von Geschichte von geplanter Planung. Was? Ich hab doch gar nicht gesagt, no. Was ist geplante Planung? Das ist, wenn du was planst, ist immer, du hast gut geplant, ist beste also, Plan ja. von Geschichte von geplanter Planung, wenn du hast was geplant. Richtig. Mit ja. Planen sollte man immer. Ja.
sehr sogar. So viel wie passt hier rein. Ach, was sag ich? So viel! Oh, schön, das ist verdammt viel. Deswegen hast du den Hut auf, damit nichts rausfällt. Das ist meine Krone-Hut. Das ist eine Markenprodukt. Ja, ich habe auch so einen ungefähr. Warte, ich habe hier dabei. Ich muss mal gucken. Guck, ist ungefähr ähnlich. Ja, ist ähnlich. Ist das der Heilige Vater-Hut? No, das ist der, ich mache in meiner Freizeit Offroad-Touren mit meinem Fahrzeug. Oh, natürlich eure Geistlichkeit. Ah, Offroad-Touren sind toll. Ja, auf jeden Fall. No, no, privat. Richtig geil. Herr Kane, sind Familien-Offroad-Touren nicht viel cooler? No. Das klingt ein bisschen nach Mia. Oder ein Offroad-Team. Ich wollte noch gerade mit Mia reden. Warte. So, genug über Offroad-Touren geredet. Aber du weißt schon, dass du mir jetzt noch ganz viele böse Buben schuldest, Conner, richtig, Mann. Böse Buben? Du hast 400 Stück vernichtet. Mindestens 50 ich will zurückhaben. So. Ja. Waren das deine, ja? Das sind doch alles meine. Das anders. Ja. Machen wir das anders? Na gut. 50 Dollar. Lecker. Oh, ich bin doch Vegetarier. Also bitte. Ja. Aber gerade jetzt, wo du schuldig ist jemand. Kein Feierchen. Ja. Was passiert mit der Kane? Ja, und jetzt? Jetzt, ich habe ja einen Ohrwurm, das ist... Von was? Na, von die Snow Patrol. Von was? Von Universitätio. Hallo, Ego. Hobbatroll? Was ist ein Hobbatroll? Nee, gar nicht. Von die Snow Patrol, weißt du? If I lay here... Ja? Ah. If I just lay here, would you line with me and just forget the world? Ah, okay. Forget that we're told before we got too old. Show me a garden that's bursting into life. Yeah. Verstehe. Ich kannte das Lied nicht, deswegen wusste ich nicht, wovon du sprichst, aber... Alles bitte. Ja. Jetzt habe ich bestimmt auch einen Ohrwurm. Ist ja grausam. Was ist grausam? Das war jetzt ein so Händchen halt nicht so zu früh. So, na, so. Was? Ja, ist da ein bisschen zu nah dran, weißt du, haben sich so aus Versehen meine Finger da so. Und dann ich mir gedacht, oh nee, gar nicht, ist zu gar früh. Nichts gemerkt, oh, okay. Ja, ich bin auch nicht so stark. Na? Ja. Ja, kannst mich nicht so leicht wegschubsen, alles gut, nee, ich stehe fest. Ja, ich will auch gar nicht schubsen. Ich habe ja schon so jemanden, wo ich immer mal so ein bisschen Kussi machen möchte. Du hast jemanden, den du immer schubsen kannst? Nee, gar nicht. Will nicht schubsen. Okay, dann lassen wir das mit dem Schubsen jetzt einfach. Ja, okay. Ich gebe die Frieden eine Chance, ist jemand. Manni, was denn dir? Ja. Frieden ist gut. Natürlich. Jetzt wieder rein, ich gehe wieder rein. Oh ja, ich gehe nochmal kurz mit rein und dann denke ich, werde ich langsam schlafen gehen. Natürlich. Natürlich. Natürlich, natürlich. Okay, wer ist denn die andere Person, die noch kommen sollte? Das ist ein Freund von ihr, der... Ah, Tor ist zu! Ah, es ist wieder zu, ja. Aber... So, dann ist jetzt auf. Danke. Ist schon... Ah, Hilfe! Hier staut sich's. Ja, sag mal. Lilly, weil er dir mal was ist. Immer die S. Aha. Ich bin am bleiben verloren. Ich bin am bleiben verloren. Du bist der wahre Welt. Wahr. Ja, super! Gibt es weitere Freiwillige? Ja. Ja, dann immer ran da. Kennst mich nicht. Hallo? Okay. Wo ich herkomme, wo
1000 Menschen. Ja. Magst du mich? Oh. Wer sieht nicht mehr aus? Nächsten Großstadt. Und bald hier. In Berlin. Ich war die letzten 5 Jahre alleine. Hab nach dem Sechster im Lotto gesucht. Hallo? 7 Nächte. Hallo? Nein. Dann geh mal schnell raus und wieder rein. Ich war gerade draußen. Ich auch. Und du siehst mich nicht? Nein. Irgendwie, ich glaube, das letzte Bier war schlecht. Oh oh, zu viel getrunken. Einer von 80 Millionen. Hey! Jetzt. Hallo! Übrigens auch noch nicht, ne? Komisch, ich glaube, da drin ist aber auch verraucht, hey. Aha. Wie nochmal was? Und wie war's? War okay, war jetzt nicht so. Also ich brauch das jetzt nicht jeden Abend. Okay, wolltest du nochmal rein oder wolltest du da? Nee, ich würde jetzt dann demnächst eigentlich eher schlafen gehen. Ja, dann können wir auch fahren. Können wir machen. Kennst du einen Sancho? Ja. Sancho, glaube ich, war's. Sancho? Mhm. Nee, sagt mir gar nichts. Okay, dann gehen wir zum Auto. Okay. Er meint, der wäre hier total bekannt, der ist hier der Stadtsänger irgendwie. Nee, sagt mir gar nichts. Kann aber tatsächlich ganz gut singen. Also könnte sowas. Ja, ist doch gut. War aber auch ja, der bei Einzige. Bei mir hat es halt ein bisschen länger gedauert. Ja, ist ja kein Ding. Gab viel zu besprechen, ha? Huh? Aha. Ja, manchmal ist das halt so. Ja, klar. Ah, das war jetzt von der Arbeit? Nee, war nicht von der Arbeit, ein paar Kollegen. Ach so, okay. Ja, da gab es ein paar Diskussionspunkte deswegen. Oh, Vorsicht. Und das haben wir dann eben geklärt. Okay. Passt jetzt wieder alles? Ja, richtig. Gut. So. Also hast schön einen getrunken. Ja, ein bisschen. Sehr gut. Muss ja auch mal sein. Ja, das Bier war ja mit drin. Oh. Entschuldigung. Alles gut. Alles gut. Mit dem wollte ich eigentlich nicht mitfahren. Wolltest du mal Probe sitzen? Ja, ja. Ich hab das Auto verwechselt, irgendwie alles dunkel. So, was wollte ich jetzt gerade sagen? Weiß ich nicht. Sollen wir nochmal eben beim LSC vorbeischauen? Ja, wenn das dann nicht so lange dauert, hätte ich noch 5 Minuten. Ja, es sollte eigentlich nicht so lange dauern. Okay. Vielleicht ist er ja da. Ja, wir könnten 5 Minuten quatschen und dann gehe ich pennen. Ich bin echt müde. Ja, dann bringe ich dich zum Hotel das danach. Das ganze Bier halt auch. Ja, genau, das Bier war ja im Ticketpreis mit drin. Das musste ich ja ausnutzen, okay. Wenn du schon nicht getrunken hast. Achso, meinst du, wir haben es mitgetrunken? Ja, ja, klar. Sehr gut. Sentinel fahren. Er ist sogar da. Ah, na dann. Aha. Darfst du mal kurz aussteigen? Ich pack mal eben. Okay. Ui, wir stecken raus. Hallo. Abend. Hallo. Was geht? Aber ich muss trotzdem mal kurz los, ich bin gleich wieder da, okay? Ja. Wer ist die Leitstelle? Ich. Ja, dann melde ich mich mal für 5 Minuten ab, circa. Geht. Alles gleich jetzt. Bis gleich. Was geht? Moment, komm mal kurz. Was geht? Ich hab mal jemanden mitgebracht. Was fehlt jetzt? Ja, das bin ich. Dann machen wir den Kreis größer. Die hier gern arbeiten würde, Marv. Ja. Hier ist so schön. Wer ist denn Marv? Ja. Rechts neben mir. Hier sind so viele Menschen. Ja, genau, der in dem Mut. Der in Mut. Jeden zu fast. Ja, gut. Okay. Ja, also ich bin Marv und bei uns sagt das also folgendermaßen ab. Wir müssen erstmal ein langes Bewerbungsgespräch vorne im Büro machen. Mit Tyron, dann ist unser Auto abgezahlt. Und jo, wieso das klingt das jetzt so zweideutig? Aber okay. Oh, entscheide dich doch mal. Wieso klingt das so zweideutig? Aber okay. Ja, aber okay. Steh ich drauf. Mensch, kein Problem. So, dann machen wir das doch mal. Schauen, jeder schon mal nach vorne.
Bitte, Dame. Sag doch nicht immer Schorn zu mir, das ist ja widerlich. Schorni! Tut mir leid. Ich hab dir den, nur den Namen nicht gegeben. Ja, keiner nennt mich so. Schorn. Schorn, das Schaf. Okay. Wie geil man ihn damit piesacken kann. Ist das dein Spitzname? Soll ich auch Schorn sagen? Okay, ist gespeichert. Nee, du kannst dich nennen, wie du willst. Ja, soll ich die Casting-Couch mit dir machen, Marv, oder was? Ja, machen wir. Daniel hat ja keinen Blaumann an, also... Ja, ja, Gott sei Dank nicht mehr. Den anderen hier nehmen wir auch heute. Mit, den da. Daniel also, hat ja schon mit ihr gesprochen. Ehrenmann. Er hat schon mit ihr gesprochen. Mhm. Nee, das ist auch immer. Ja, kurz. Ja, ganz seriös. Ja. Ich kann sowas machen. Machen wir nochmal ein bisschen länger. Hast du Zeit mitgebracht? Tatsächlich haben wir jetzt nur geschaut, ob du da bist. Ich habe jetzt halt nur noch so 5 Minuten, muss dann echt pennen gehen, weil ich müde bin. Ansonsten können wir gern auch morgen Mittag oder Dienstag, da bin ich den ganzen Tag da. Dann würde ich sagen, verschieben wir das Ganze mal auf Dienstag. Das wusste ich schon. Okay. Also ich bin Dienstag von 12 bis 12 da, da wird sich schon was finden. Ich denke auch. Ja. Wie heißt du denn? 7:30. Shiva, hi. Haben wir denn eine Telefonnummer, Shiva? Ich glaube, die solltet ihr haben, ja. Am Laptop, am schwarzen Brett. An dem anderen noch. Hm, wer hat das da eingetragen? Das wollte der Daniel ändern. Mhm. Wer hat das da eingetragen? Der Kenny. Hm. Gleich mal Batz. Ordnungsstelle. Wo ist links rechts? Aber da hat der Kenny recht. Ich wollte nervig, wenn rennen. Die Einträge in dem schwarzen Brett sind, weil dann das schwarze Brett ist voll genug. Da braucht nicht die Telefonnummer drin. Ja, soll ich dir die auch so nochmal geben, oder wie? Nee, ich hab die hier vorne. Okay. Kenny! Du weißt schon, dass Telefonnummer und Bewerbernamen auf dem Laptop am schwarzen Brett gehören. Oh, gibt Ärger. Nee. Mir wurde gerade gesagt von den Kollegen, du hast das schön an den PC geschrieben. Hat er auch. Ja. Ja, super, toll. Meinst du doppelt hält besser oder wie? Was machst du Schönes? Ab in den Dienst. Ach so. Ja, ich stehe gerade auf dem Hof. Ich höre mir noch die Sorgen hier an. Wo ist Uwe denn jetzt eigentlich? Ah, vielleicht da kommst du heute nicht mehr die Runde. Knappes Stündchen. Alles klar. Tschüss. Ja, sehen wir uns morgen um 5, Bruder. Nee, da bin ich raus, du. Bin ich raus. Was, ja, morgen um 5? Also machen wir das Dienstag. Ja, dann machen wir es Dienstag. Zeit brauche ich dann doch schon. 5 Minuten sind ein bisschen knapp. Ja, das dachte ich mir. Aber jetzt haben wir uns zumindest schon mal gesehen. Ja, das ist gut. Ja. Stimmt. Meldest du dich dann bei mir, oder? Ja. Okay, machen wir so. Ich schreibe dir vielleicht nochmal. Meinst du, ab 12, von 12 bis 12? Ja. Naja, soll ich hinkriegen. Dann chill ich noch ein bisschen am Pool am Vormittag und dann. Oh, der Protz. Steffen müsste man sein, ne? Ja, ich ein guter Plan. Wohnst du in Vinewood? Nein. Ha, wegen Pool, dachte ich. Den ja, großen aber nee, Pool oder das gehört nicht mehr Pool. Zu Vinewood, oder? Gehört das noch zu Vinewood? Ich meine, Pool geht doch in der Crow Street, oder? Ich wollte gerade sagen. Ah, ist schwierig, ob man das noch dazu zählt, weil eigentlich ist es nicht mehr die. Nee, ich glaube, das zählt nicht mehr dazu, weil es die andere Handseite ist. Wie heißt denn das? Die Winewoods sind ja auf der anderen Seite. Ich bin ja quasi auf der anderen Straßenseite von den Winewoods. Ja, Winewoods ist ja direkt Süden der Stadt im Prinzip. Hä? Hä? Ist ja nicht Norden der Stadt. Im Süden der Stadt ist der Hafen. Ach, Norden meine ich, ja, Entschuldigung. Ich habe Nord-Süd-Verschwäche. Nord, Süd, rechts, links, West, Ost, alles dabei. Aber das ist westlich halt, ne? Was er meint. Wie heißt denn das? Richmond. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Keine Ahnung. Echt? Wo die neureichen Leute wohnen. Während du noch drüber nachgedacht hast, was du so für Schwächen hast, hat er das schon gesagt. So. Ja, Entschuldigung, bin ein bisschen verpeilt. Ja, Multitasking, ne? Daniel? Jo. Mal bitte kurz. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir... Ich bin echt ja, müde. Ja, richtig zum Hotel, ne? Okay, danke. Okay, tschüss. Ciao, gute Nacht. Tschüss. Grünen Unterbogen, soll schon hier waren, die sich beim PD deswegen melden sollen. So. Ja, macht ja einen ganz netten Eindruck.
Ja, die sind auch alle korrekt. Mhm. Ist eine lustige Truppe. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ja, passt. Dann mache ich das am Dienstag. Kann ich mich noch mal ein bisschen vorbereiten. Genau. Hast du denn wenigstens heute Stütze geholt? Nee. Nee, wolltest du die eben noch holen? Ich hab's vergessen. Ja. Kommen wir da eh vorbei? Nee, ich kann aber eben den Bogen fahren. Okay, ja, cool. Dann machen wir das noch schnell. Hast du wenigstens noch mal ein bisschen Geld? Ja, stimmt. Dann ist wenigstens mein Auto wieder drin. Ja, und ein bisschen Miete. 260. Ja, und ein bisschen Miete, stimmt. Scheiß Hotel kostet ja auch immer. Ja, das stimmt. Nicht, dass ich pleite bin, hey. Wo ist der Eingang? Da oben. Ah, da links, ne? Direkt. Genau. Da stehen schon ein paar. Alles klar. Ja. Coole Sache. Dankeschön. Hey, du kommst an die Stütze. Hallo. Hallo. Hallo, ich brauch bitte Stütze. Hast du jetzt 4K bekommen, dann kommst du, glaube ich, erstmal klar. Danke. Ja, auf jeden Fall. Mit den 4K muss jetzt klarkommen. Ja, ich glaube, mit denen komme ich auch klar. Okay, wieso? Wieso kriegt der 4K? Ich glaube, der weiß nicht, was 4K heißt. Ich glaube auch. Sehr unwahrscheinlich. Ja. Ja, der Vormerker meinte, ja, jetzt kriegst du erstmal 4K, damit kommst du jetzt klar. Und der andere meinte, oh ja, cool, danke. Ja, nur dass es 0,4K eher sind. Also entweder hat er ihn verarscht, oder ich weiß nicht so genau. Erpresst vielleicht den guten Mann, der da steht? Ich habe keine Ahnung, aber 4K sind das nicht. 400 kriegst du da. Ja, genau. Also nicht, ob er ihn mit einer Waffe bedroht hat oder so. Ich habe nicht so geguckt. Habe mir nur schnell mein Geld geholt. Ja, Polizei hat immer Vorfahrt, ne? Die nehmen sich Vorfahrt, deswegen haben die auch immer Unfälle. Oh. Geil. Okay, dann danke fürs Rumfahren heute. Ja, nicht dafür, ne? Wenn man das ist, einfach durchklingeln. Ich melde mich, jo. Gute Nacht. Alles klar, ciao. Ciao. So, mein Auto parke ich dann morgen um. Das passt schon. Da ist mein Hotel. So. Ah, oh, ich bin richtig müde. Ich gehe jetzt schlafen. Ich schreibe der Susi noch gerade eben. Die habe ich nämlich... Ach, Quatsch. Nicht mehr verabschiedet. Susi. So, und dann wollte ich dem Sancho schreiben. Gute Nacht. So. Gut. Dann, achso, warte, schauen wir noch ganz kurz bei Whistle. Ich habe versucht, den anzurufen, der hat sich aber nicht mehr gemeldet, leider. Also, der ist ja nicht ans Telefon gegangen, keine Ahnung. Da gibt's nichts Neues. Alles klar. Gut, also heute war ein bisschen weniger, weil wir halt nur in dieser Karaoke-Bar waren und da ist halt nicht so krass viel Roleplay zustande gekommen. Aber ich fand's halt cool, mal zu gucken, wie das hier so abläuft, wie hier das Nachtleben ist und so weiter und so fort. Und das hat gerade unglaublich gut funktioniert. Ich bin ganz stolz auf mich. Was war das?
andere im Hotel, die hier irgendwie dünne Wände und so. Ich verabschiede mich allerdings für heute. Morgen bin ich wieder live am Montag um 11. Sonntag ist halt so eine super spontane Sache, deswegen, ne, also war, ist gut, dass gar nicht so viel passiert ist, sonst müsste ich das nächste Mal wieder erzählen. Nee, weil ich fand's cool. Da versagt die Stimme wieder. Mit der Karaoke-Bar. War eine coole Idee. Und ich sag an der Stelle, wie immer, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!